Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal, Ihre Dendera Susanna Medici. Tageshoroskop am 17. Januar 2019. Ab nächstem Monat erscheint monatlich mein Newsletter, jeden Monat anderen Themen, und ich beschreibe auch, was ist zum Erwarten in einzelnen Monaten. Mein Newsletter könnt ihr ab sofort abonnieren. Dieses Abo ist kostenlos, fühlt euch zu nichts verpflichtet. Meine E-Mail-Adresse ist newsletter@denderasusannamedici.com. Und diejenigen, die mein Newsletter abonnieren, bekommen jeden Monat Angebote. Und jetzt zu diesem Bild. Ganesha wird verehrt bei Neubeginn, bei Neuanfang. Und Ganesha hütet die Astrologie. Und ich dachte, das passt genau zu diesen Aufnahmen. Wir haben vier Grundelemente: Feuerelement, Erdeelement, Luftelement und Wasserelement. In Feuerelement befindet sich die Tierkreiszeichen Widder. Das ist das Bewegliche. Die Tierkreiszeichen Löwe ist das festhaltende Prinzip und die Tierkreiszeichen Schütze zeigt Dualität, zeigt Beweglichkeit, aber auch das Festhaltende. Es ist anderes beschrieben als in westlichen Astrologie. In Erdeelement ist das Bewegliche, die Tierkreiszeichen Steinbock. Das Festhaltende ist die Tierkreiszeichen Stier. Und Dualität zeigt die Tierkreiszeichen Jungfrau. Jungfrau hat von beiden etwas. Im Luftelement ist die Bewegliche die Waage, das Festhaltende ist Wassermann und Dualität zeigt die Zwillinge. Im Wasserelement ist die Bewegliche Krebs, das Festhaltende ist Skorpion und Dualität zeigt die Tierkreiszeichen Fischen. Sonne befindet sich in den Tierkreiszeichen Steinbock, also beweglich. Und das ist die Monatsenergie, beschreibt die Richtung und Sonne zeigt uns die Lebensenergie. Aber nicht nur das, sondern öffnet die Augen, dass wir auf etwas konzentrieren sollen. Und das ist das, was die Tierkreiszeichen Steinbock vermittelt. Ziele setzen, aber auch geduldig zu sein, Ausdauer haben, diese Ziele nicht aus den Augen verlieren. Die Sonne ist in indischen Mythologie Suraya. Suraya ist im Tierkreiszeichen Steinbock. Sonne ist die kleine Uhrzeiger in diesem kosmischen Uhr und zeigt Monatsthemen. Die große Uhrzeiger bewegt sich auch schneller, das ist der Mond. Der Mond befindet sich in Tierkreiszeichen Stier. Mond hat einen Einfluss auf unseren Alltag. Mond hat auch einen Einfluss auf unsere Gefühle. Und unseren Gefühlen sagt gerade, wir sollen etwas im Besitz zu nehmen oder etwas befestigen, festhalten. Aber wenn wir klammern und festhalten von etwas, was nichts ist und sollen wir eher loslassen, dann kann das ein Hindernis sein. Soma ist in Mythologie der Mond. Gibt es auch andere Namen, aber Soma entspricht auch dem Mond. Mars setzt etwas in Bewegung. Das ist eine männliche Energie. Mit Mars können wir uns durchsetzen im Leben. Bedeutet aber auch der Mann.
Mars befindet sich in Tierkreiszeichen Fischen. Ich habe dazu Agni genommen. Agni ist die Feuergott. Und dieser Feuergott natürlich steht mit Mars in Verbindung. Mars ist in Tierkreiszeichen Fischen. Für Merkur ist die Sanskrit-Name Buddha, wird aber mit ein D geschrieben. Wenn man das mit 2D schreibt, dann heißt es schon das Erleuchtende. Ich habe kein anderes Bild, also ich nehme mal dieses Bild zum Merkur. Merkur befindet sich in Tierkreiszeichen Schütze. In Sanskrit wird das mit ein D geschrieben. Also hier ist die Merkur-Energie im Schütze. Jupiter ist in Tierkreiszeichen Skorpion und das steht mit Indra in Verbindung. Also hier zeigt sich die Jupiter-Energie. Dann folgt Venus. Und Venus ist auch in Skorpion, Lakshmi steht in Verbindung zum Venus. Und dann folgt Saturn. Saturn befindet sich in Tierkreiszeichen Schütze. Und damit endet sich die persönlichen Planeten. Und jetzt schauen wir dieses Bild an und betrachten wir die vier Elemente. Wir erkennen sofort, dass die Wasserelement ist betont, was mit unseren Gefühlen was zu tun hat. Feuerelement haben wir Energie, das ist die Begeisterung, die Aktivität und durch Sonne und Mond ist natürlich sehr wichtig, gerade die Erde-Element. Es fehlt die Luft-Element. Und die Luft-Element gibt aber uns die Leichtigkeit, das Spielerische. Luft-Element vermittelt auch Worten, also hat mit Kommunikation auch etwas zu tun. Und Luft-Element steht auch für Gedanken zu Ideen. Und das wäre gut, die Luftelement betonen im heutigen Tag, damit wir energetisch im Gleichgewicht sind. Mond befindet sich in ein Mondhaus und dieses Mondhaus heißt Kritika. Hier im Stier die Mondenergie im Mondhaus Kritika. Diese Kritika wird von Plejaden beeinflusst. Die Plejaden sind die sieben Geschwister. Die sind die Töchter von Atlas. Und die Plejaden weinen. Man nennt die auch als Regengeschwister. Die bekannteste ist bei diesem Geschwister Alkyone. Alkyone siegt über das Böse. In diesem Bereich, wo die Hyaden und die Plejaden sind, befindet sich in Ekliptik das goldene Tor. Das goldene Tor, die Ekliptik. Und das beschreibt das Märchen Frau Holle. Und hier bei diesem Tor mit dem Einfluss von Plejaden entscheiden wir uns, sind wir die Verlierer im Leben? Oder sind wir die Gewinner im Leben? Sind wir die Pechmarie, da regnet Pech? Oder sind wir die Goldmarie, da regnet Gold? Und das hängt mit unserer Einstellung zusammen. Und weil das beeinflusst unseren Gefühlen, beeinflusst auch unseren heutigen Tag und beeinflusst unsere Entscheidungen, dann sollen wir eine richtige Einstellung haben, optimistisch zu sein, damit hier Gold regnet. Und das bedeutet Wachstum,
Reichtum, auch inneren Reichtum oder Gedankenreichtum, damit alles in die richtige Wege geleitet wird. Dann kommen die äußeren Planeten Uranus, Neptun und Pluto. Uranus bringt Umbrüche und Veränderungen. Uranus befindet sich im Widder. Neptun ist gar nicht einfach zu beschreiben. Neptun ist nichts anderes als Poseidon, das Gott des Meeres. Und so wie die Meer ist schwierig zum Begreifen, Verstehen, in die Tiefe schauen. Es ist sehr, sehr geheimnisvoll. Neptun hat einen Einfluss auf unsere Träume. Neptun hat einen Einfluss auf unsere Fantasie, auf unsere Visionen, auf unsere Tagesträume. Neptun lässt uns inspirieren, hat aber mit der Realität wenig zu tun. Aber wir brauchen das, diese inspirierende Kraft, besonders diejenigen, die künstlerisch tätig sind. Und es ist auch wichtig, diese Symbolbilder auch zu verstehen, wie die Träume zum Deuten, weil die Traumdeutung ist sehr wichtig. Ein Traum kann die Sprache der Seele sein. Aber weil das alles so mystisch und durchschaubar ist, Neptun-Energie kann uns täuschen auch. Und weil jemand uns etwas vortäuscht, weil Märchen erzählt und wir glauben daran, dann führt das immer zum Enttäuschung. Bei Neptun-Energie, weil das so benebelte Zustand ist, das können wir auch mit Alkohol, Drogen auch in Verbindung setzen. Das ist auch kein schönes Gebiet eigentlich. Und natürlich solche Themen kann Neptun auch auslösen. Neptun befindet sich in Tierkreiszeichen Wassermann. Und Pluto ist sehr, sehr wichtig, ist auch wichtig, richtig zu verstehen. Pluto steht mit Tod in Verbindung, herrscht über die Todesweite. Es ist aber in seltenen Fällen Todesfall, sondern die Notwendigkeit, vieles loslassen, beenden, damit etwas Neues entstehen kann. Und Pluto zeigt uns, wie wir konzentriert in unserer Kraft bleiben, wenn wir loslassen können. Und nicht zulassen, dass jemand diese Kraft, diese Energie raubt, dass wir auch mal Nein sagen können. Und somit beherrschen wir unsere Gefühlen und das ist die Macht. Macht über unserem Schicksal, über unserem Selbst, über unseren Gefühlen. Diese Pluto-Energie, was sehr machtvoll ist, befindet sich im Schütze. Die Verbindungen. Sonne, Mond wollte ich sagen. Genau, Mond steht in Verbindung. Mond steht in einer Verbindung zum Mars bei Sonnenuntergang und nach Sonnenuntergang. Diese Verbindung zwischen Soma, Mond und Agni, der Feuergott, was ich jetzt zum Mars geordnet habe, Mars-Mond-Verbindung exakt nach Sonnenuntergang. Diese Verbindung ist schön, angenehm, harmonisch. Besonders die Männer haben diese gute Energie, weil sie nehmen ihren Gefühlen wahr. Dann möchten sie die Realität, das umsetzen, die planen das. Und wichtig ist auch Sicherheit, Stabilität, nicht nur beruflich, finanziell, sondern auch in die Liebe, Partnerschaft. Das ist aber eine männliche Energie. Mond steht in diesem Zeitpunkt nicht nur
mit Mars in Verbindung zu diesem männlichen, sondern Mond steht mit Venus auch in Verbindung, auch nach Sonnenuntergang, aber anderes. Das heißt, Lakshmi und Soma, Venus und Mond sind gegenüber, weil die Tierkreiszeichen Skorpion ist Stier gegenüber. Und das ist ein Spiegel. Das heißt, die Mondenergie spiegelt uns Frauen etwas. Und das beeinflusst unsere Gefühle und das spüren wir nach Sonnenuntergang. In dem gleichen Zeitpunkt bekommen die Männer auch diese Energie, aber die Männer nehmen das anderes wahr, weil die Männer sind in Harmonie und für uns Frauen hier ist eine Aufgabe. Eine Aufgabe in diesen Spiegel schauen, das heißt unseren Gefühlen bewusster wahrnehmen, auch die Realität betrachten und das ist wie eine feine Apothekenwaage, Gleichgewicht. Wir Frauen brauchen gegen Abend und nach Sonnenuntergang die innere Ruhe und die inneren Gleichgewicht. Wenn wir anfangen an etwas zum Zweifeln, dann kippt dieses Gleichgewicht und verspüren wir Unruhe, Unsicherheit und das beeinflusst unseren Schlaf. Also es ist wichtig, die Gelassenheit, die Gleichgewicht und das, was wir gegen Abend oder nach Sonnenuntergang erleben, erfahren oder das, was unserem Gefühl sagt, in diesem Spiegel schauen. Natürlich ist es auch ein guter Zeitpunkt zu meditieren, nach innen schauen, auf die Gefühle achten und auch überlegen, wie geht das weiter, finanziell, beruflich, aber wie kommt diese Sicherheit, Stabilität, Gefühl in die Liebe, Partnerschaft, das heißt Erde-Element. Merkur und Pluto kommen bald zu einer engen Verbindung. Merkur bewegt sich schneller und läuft zu Pluto zu. Das werden wir jetzt in den kommenden Tagen erleben. Und das handelt sich um Verträge oder Gespräche. Und bei Pluto kann das bedeuten, dass hier eine Kündigung, eine Trennung kommt. Aber ich möchte keine Angst auslösen. Das kann etwas Positives bedeuten, dass wir in diesem Gespräch in die Lage sind, etwas loslassen, wie zum Beispiel Angst, und bringen wir das auf den Punkt. Kann auch bedeuten, dass diejenige, wo mit uns kommuniziert, verlässt die Angst und klärt mit uns etwas. Also das kann auch etwas ganz, ganz Positives auch bedeuten. Wo Spannung ist, und das seit Tagen, das ist Jupiter oder hier Indra symbolisiert die Jupiter-Energie. Jupiter steht immer noch mit Neptun in einer Spannung. Und das ist diese Täuschung, was wir als ungerecht empfinden. Wir als ungerecht empfinden. Und das war mein heutiger Tageshoroskop. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici. Herzlich willkommen in diesem kurzen Infovideo und damit möchte ich euch informieren. Ich habe ein Video gemacht über die Geheimnisse deines Lebens. Und in diesem Video erkläre ich, was war in früheren Leben, was ist Karma überhaupt, was passiert nach dem Tod, was ist das Sinn des Lebens, was bedeutet eine Seelenreise
Und wann beginnt das Leben überhaupt? Also volle Geheimnisse. Diese Video werde ich nicht veröffentlichen, aber es besteht die Möglichkeit, diese Video zu bekommen. Dann schreibt mir bitte ein E-Mail und ihr bekommt die Link zu diesem Aufnahmen. Diese Video ist gratis und fühlt euch bitte zu nichts verpflichtet. Ich bedanke mich voraus für die Interesse. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.